Hallo und herzlich willkommen zurück zum GTA San Andreas Singleplayer. Beim letzten Mal haben wir von César den Auftrag gekriegt, seinen Cousin zu treffen. Und ja, da würde ich mal sagen, fahren wir da eben schnell hin. Ich habe mir auf der Karte noch nicht markiert, wo ich hin will. Das hatte ich vorher nämlich gemacht. Ich habe das Ganze hier schon mal gerade eben machen müssen. Weil, irgendwie hatte das Spiel mal wieder einen Aussetzer und hat sich dann gedacht, ich stürze einfach mal ab. Deswegen muss ich das nochmal machen. Vorhin hatte ich mir markiert, wo ich abfahren muss. Habe auch zwischen den Teilen wieder geguckt, dass ich ein bisschen Munition kriege. Habe jetzt also quasi wieder die altbewährten M4 Micro SMG so rum. Und ich weiß gar nicht, was ich noch habe. Aber ich glaube, jetzt bin ich viel zu weit gefahren, weil ich nämlich da ab muss. So. Glaube ich zumindest, dass es hier war. Ja. Nee, wie gesagt, da habe ich jetzt wieder vernünftige Waffen am Start. Und ist halt ein bisschen nervig, wenn man dann so Missionen zweimal machen muss. Meine Güte, ey, was ist denn hier los? Können die alle nicht Auto fahren? Einfach rausziehen, ohne zu gucken. Naja. So. First date. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your Meine car? Güte. Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Huh? Oh, my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Wo zur Hölle ist mein Auto geblieben? Naja. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? You're the driver, you dumb pig, you choose! Ja, wenn ich das aussuchen darf, dann würde ich mal sagen, nehmen wir erstmal das, was am nächsten dran ist. Und das ist diese Tankstelle hier. You pretty high strung, huh, lady? And what are you? Some laid-back gangbanger dude? I keep myself to myself. That's my style. Cesar says you got a brother in jail. Another brother dead, a mother just killed, and you got a bank cop on your case. I ain't listening to you. You think that is keeping yourself to yourself, eh, amigo? Real cool. You're just an idiota. And you're real charming, a proper lady. Oh man, die redet mir eindeutig zu viel. Hand over the tankings or I blow your fucking mouth off. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Ja klar, wenn die Tankstelle kein Geld rausrückt, nimmt man einfach mal den Sprit mit, ey. Ich glaub's ja nicht. So. Hier jetzt den Auflieger mitnehmen. Na, das war schon zu weit. Ja, falsche Richtung. So. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who'll pay for this rig and his cargo. So. Lass mich mal hier erstmal vorbeifahren. So, der ist kaputt. Jetzt stimmt nämlich auch der Zustand. Na, hallo. Du sollst einsteigen und nicht runterfallen.
So. Jetzt kann der uns nämlich nicht mehr auf den Keks gehen. Und wir können in aller Ruhe hier den Tanker wegbringen. Das war den Auflieger. Sonst wird das nämlich alles ein bisschen knapp. Der fährt einem ständig in die Karre rein und halt schießt auch auf uns. Was jetzt nicht so prickelnd ist. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier keine Unfälle baue. Das wäre nämlich jetzt ein bisschen suboptimal. So, ich würde jetzt gerne hier durchfahren. Ja, darf ich. Dupdidu. Dupdidupdidu. Nichts los in diesem komischen Tunnel. Nee, weil wenn man den Typen halt nicht vorher kalt macht, dann denke mal, spätestens hier hätte er einem dann den LKW zerschossen. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie vernünftig runterkomme. Ich glaube, wir drehen hier einfach mal. Dann können wir die Abfahrt hier nämlich nehmen. Bei der anderen ist nämlich die Gefahr groß, dass einem da jemand entgegenkommt. Wow. So. Dann sind wir nämlich auch gleich schon da. Nee, anders wären wir hier nämlich runtergekommen und na, wie gesagt, die Gefahr ist groß, dass einem da jemand entgegenkommt und dann der LKW kaputt geht. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. So, hier. Und dann können wir den hier nämlich schon abstellen. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Ja, lass mich hier einfach stehen, ist klar. Die ist aber ziemlich egozentrisch. Na, so $5000. Und jetzt habe ich ein Motorrad. Ja, Trucker-Missionen, ist klar. Jetzt habe ich schon wieder keinen Auftraggeber, so wie es aussieht. Mal gucken, ob mich jetzt wieder jemand anruft, wenn ich absteige. Oh. Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Ja, das sollte ich wohl hinkriegen. Vielleicht ist auf dem Weg ja noch irgendwo ein Speicherpunkt. Kann ich dann nämlich noch eben kurz zwischenspeichern. Weil wenn ich nämlich dann die Missionen von Truth verkacke, wäre das ein bisschen blöd, dann müsste ich nämlich diesen Auftrag mit dem Auflieger da nochmal machen. Und da habe ich jetzt eigentlich tendenziell keine Lust zu. Aber mal schauen. Erstmal Truth finden. So. Das ist auch teilweise ein bisschen doof mit diesen langen Verbindungsstücken zwischen den Auftraggebern. Aber das lässt sich dann nicht vermeiden. So wie hier zum Beispiel muss man ja doch schon eine ganz schöne Ecke fahren. Und mit dem Motorrad könnte es ein bisschen eng werden hier. Wow. So, versuchen wir mal was. Na. Hat nicht geklappt, leider.
dachte eigentlich, ich käme da runter, ohne irgendwie vom Motorrad zu fallen. Aber dann mal weiter hier. Mal schauen, ob wir hier irgendwie durchkommen. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Ja. Obwohl das könnte... Ah, shit. Die Kante habe ich übersehen. Ja. Schicksal. Außerdem wäre ich sowieso über das Wasser nicht rübergekommen. Muss ich mir jetzt irgendwo eine Brücke suchen, dass ich das Ufer wechseln kann. Arg diese hier. Ja. Wo kommt man denn hier wieder raus? Versuchen wir es einfach mal hier. Weil irgendwie, wenn man lange genug am Wasser lang fährt, bilde ich mir ein, da müsste irgendwo dann mal eine Brücke kommen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah. Scheiße, ich glaube, ich nehme jetzt mal ein Auto. Leute, bleibt doch mal stehen, wenn ich euch das Auto klauen will. My bad, homie. Mal wieder zurückfahren. Weil wir uns anscheinend immer weiter vom Ziel entfernen. Das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt kann man vom Auto nicht runterfallen. Fährt er mir schon wieder hinterher? Jo. Ach ja. Also. Jetzt reicht's hier aber. Oh, ab da. So. Wie man sieht, bin ich vorhin in die falsche Richtung gefahren. Die Brücke wäre nämlich sehr viel näher dran gewesen. Aber so hat man auch mal ein bisschen Landschaft gesehen. Ich glaube, hier kommen wir dann auch wieder zu einem Speicherpunkt. Ich wollte ja zusehen, dass die Teile nicht allzu lang werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, so zwischen 15 und 20 Minuten. Dieser Teil hier wird wahrscheinlich so an die 15 Minuten lang sein. Und ja, wie wir sehen, The Truth sitzt in dem Ort, wo wir auch speichern können, was schon mal sehr von Vorteil ist. Mal gucken. War hier nicht auch irgendwo diese komische Speicherdiskette, wo ich das Haus nicht extra noch ein Haus kaufen muss? Ich glaube, der war da bei dem Waffengeschäft. Müsste hier gewesen sein. Ja, dann werde ich an dieser Stelle mal eben kurz speichern und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Teil wieder. In diesem Sinne, bis denn, tschüss!